Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Und wie ihr es hier gerade am Titel richtig gesehen habt, 365 Tage Subway Surfers spielen. Wir werden heute unglaublich lange Subway Surfers spielen, Freunde. Wir starten noch einfach mal direkt rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ah, perfekt. Abonniert den Kanal und gebt auch mal einen Daumen nach oben. Also das war auf jeden Fall ziemlich schnell zu Ende, würde ich sagen. Können wir mal alle Hashtag Kevin Lost in die Kommentare schreiben. Nein, Spaß, Freunde. Also wie gesagt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kevin Spielt Kanal. Und wenn ihr Subway Surfers mal wieder auf meinem Kanal regelmäßiger sehen wollt, dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal fully reinhasteln und direkt auch gleich mal ein Board aktivieren. Denn die Boards sind extrem wichtig. Das ist ja quasi unser Extra-Leben. Oh, let's go. Sehr nice, sehr nice. So. Und wir haben aktuell einen Booster von mal 25. Das geht auf jeden Fall besser, das wisst ihr ja. So, jetzt nehmen wir mal ganz kurz das hier mit. So, zack, zack, Boots, Boom. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ja, perfekt. Gott sei Dank haben wir unser Board aktiviert gehabt. Sonst wären wir jetzt schon raus. So, ich würde sagen, wir zocken jetzt erstmal ein bisschen, Freunde. Wir werden jetzt wieder unser Board aktivieren. Let's go. Und mal gucken, wie weit wir erstmal kommen. So, mal 50 schmeckt auf jeden Fall schon mal ganz gut, würde ich sagen. Wir sind aktuell schon bei 200.000 Punkten. Das schmeckt auf jeden Fall auch, würde ich mal behaupten. Oh, und direkt einfach mal eine Rakete. Let's go, beziehungsweise das Jetpack. Also, wenn das nicht gut schmeckt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, Boots, 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 Boots. Freunde, müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wie lange habt ihr schon mal Subway Surfers am Stück gespielt und was ist euer All-Time Subway Surfers Rekord. Ich weiß, dass ich viele Zuschauer habe, die auch extrem krasse Subway Surfers Fans sind und da wirklich unglaubliche Rekorde bereits aufgestellt haben. Deswegen würde mich das echt mal interessieren. So, jetzt haben wir wieder mal 50. Das ist auf jeden Fall sehr wild. Oh, wieder die Schuhe. Die Schuhe sind so lost. Oh mein Gott. Okay, immerhin mal 50 nochmal. Okay, das ist wieder das Jump-Ding. Oh, und direkt noch eine Rakete hinterher. Das ist ja wunderschön. Digga, wir haben einfach gerade 4 Booster aktiviert. Boah, also eine halbe Million haben wir auf jeden Fall ziemlich easy. Ah, chillig. So, wir aktivieren nochmal ganz kurz den Boost. Und boosten nochmal ganz kurz über eine halbe Million. Ja, ist ja... Das ist ja kein Problem, Freunde. Easy peasy, lemon squeezy. Und direkt mal wieder mal 20, wieder mal 50 den Booster haben. Oh, und wieder mal 50. Oh mein Gott. Also wir haben fast 5000 Münzen auch schon gesammelt. Also ich glaube, 1 Million Punkte sollten auf jeden Fall easy drin sein. Ja, wir haben wieder mal 50. Oh mein Gott, ja, 1 Million Punkte haben wir. Okay, wir haben jetzt auch schon über 5000 Münzen. Let's go. Und da vorne ist wieder mal 2. Das ist doch wunderschön. Besser geht's doch gar nicht. Okay, 800.000 haben wir schon mal. Oh, und ein Jetpack. Let's go. Wir sind auf dem Weg zur 1 Million, Freunde. Wenn das nicht mega easy ist. So. Dann haben wir auch gleich noch die 7000 Münzen. Ah, ein bisschen fehlt noch zur 1 Million. Ich werde einfach Millionär in Subway Surfers. So ein Ding ist das. So, und auch wieder nagelneuer Treter. So, mal 50. Oh, und ein Jetpack. Und mit dem Jetpack sollten wir es eigentlich haben. Und wir haben sogar auch noch den Magneten hier oben aktiviert. Das ist geisteskrank OP. So, 7000 Münzen und die 1 Million Punkte. Let's go. Sehr nice. Besser geht's doch eigentlich quasi gar nicht. So, ich würde sagen, wir probieren noch die, weiß ich, wie schnell kriegen wir 10.000 Münzen vor. Ich glaube, das dauert zu lange. Das heißt, Freunde, das nächste Mal, wenn ich jetzt sterbe, ist dieser Versuch vorbei. Und ich darf ab jetzt kein Auto, kein Hoverboard mehr verwenden. Nein! Ich bin gestorben. Okay, was ist unser Score? Was ist unser Score? Jetzt bin ich gespannt. Okay, erstmal Hoverboard als Belohnung. Noch ein Hoverboard als Belohnung. Eine Mütze als Belohnung. Und 1,4 Millionen. Let's go. Aber das ist noch nicht so viel, wie wenn man 365 Tage Subway Surfer spielt. Und zwar gibt es hier einen Typen, Freunde. Und zwar Tekkit Realms. Ihr seht jetzt hier nochmal seinen Kanal eingeblendet. Der hat dazu auch 2 Videos hochgeladen. Und zwar hat er einmal vom Guinness Buch der Weltrekorde offiziell eine Auszeichnung dafür bekommen für den Weltrekord in Subway Surfers. Er hat über 2 Milliarden Punkte gesammelt. Und er hat sehr
selber geprüft, ob mein Subway Surfers für immer spielen kann und hat das in einem 365-Tage-Stream bestätigt. Denn diese Szenen hier sind das Ende von seinem Stream. Ihr seht hier, er ist aktuell bei einem Score von 852.149.999 und sein Timer geht nur noch 1 Minute und 19 Sekunden und damit hat er dann wirklich ein Jahr Subway Surfers gespielt. Sein Livestream ging, wie gesagt, einfach mal ein komplettes Jahr und das ist kein Fake, das ist kein Clickbait. Wenn ihr mal wollt, Freunde, dass ich mal Subway Surfers ein ganzes Jahr spiele, dann ja, gebt mal einen Daumen nach oben. Ja, wir waren ein wilder Plan. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn er jetzt hier den Timer erreicht und sozusagen die 50 Sekunden zu Ende sind. Natürlich ist es auch ein bisschen verwirrend, dass das Bild jetzt hier im Querformat ist, aber für YouTube hat das halt in Querformat gezockt. So, noch 37 Sekunden von 365 Tagen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das insgesamt wirklich ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Spieler diesen Rekord jemals knacken kann. Boah, Freunde, 365 Tage Subway Surfers spielen, ey. Und jetzt nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist abgelaufen. Würde es gegen eine Wand laufen? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so danach aus. Der Livestream geht noch. Das ist eine Aufnahme von seinem Stream, Freunde. Aber der Typ beendet den Stream nicht. Das ist eine Live-Aufnahme. Hier sehen wir auch nochmal eine Aufnahme, wo noch 356 Tage übrig sind. Ihr seht ja auch, aktuell ist er noch bei einem Score von 130 Millionen. Kann das sein? Na, weiß ich nicht so genau. Hier gibt es tatsächlich auch noch einen anderen Typen. Und zwar ihn hier. Er ist auch schon seit dem 2.11.2020 live, hat nur einen Zuschauer und ihr seht hier gerade, das ist er und er zockt hier, ja. Also er zockt hier wirklich Subway Surfers. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen durchskippen, ja, dann sehen wir auch vor 10 Stunden, lädt ein bisschen. Da hat er auch Subway Surfers gezockt. Seine Bewegung ändert sich auch ein bisschen. Er ist auch im Spiel Platz 1. Ihr seht hier, er ist Platz 1. Wenn wir jetzt mal zu jetzt aktuell spulen, dann seht ihr hier, er hat jetzt aktuell 2.058.942.043.000 Punkte. Das ist doch geisteskrank. Aber Freunde, ey, das ist... Digga. Also... Hä? Ich frage mich halt, was hat der davon? Freunde, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video hier auf Kevin spielt. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.